Lois? Hey, Lois, Schatz. Liebes. Ach, du bist wach. Gibst du mir mal das Knabberzeug? Hier. Wo sind wir? Etwa 2 Stunden vom nobelsten Bed and Breakfast am Cape Cod entfernt. Ach, Peter, das wird sicher fantastisch. Ich bin so aufgeregt, ich könnte mir gleich mein Diaphragma reinschieben. Igitt, warum schläfst du nicht noch eine Runde? Ich weck dich, wenn wir da sind. Okay. Mann, sind das viele Hamburger. Die kannst du doch nicht alle auffuttern, du blöder Vollidiot. Der will's wirklich tun. Oh, der ist sowas von peinlich. Hast du das gehört, du peinliche Pappnase, du? Peter, was zum Teufel ist mit dir los? Da schlafe ich mal 10 Minuten und schon musst du den Wagen an einen Baum setzen. Oh mein Gott, du musst doch auf die Straße achten. Wir hätten tot sein können. Ich meine, sieh dir mal unseren Wagen an. Der ist völliger Schrott. Der ist absoluter Schrott, Peter. Ach, das ist ja fabelhaft. Wie sollen wir jetzt... Ach mein Gott, ich hätte fahren sollen. Ich sollte immer fahren. Ich darf dir nicht vertrauen, Peter Griffin. Gütiger, hier sollen wir übernachten? Doch, komm schon. Die sagten, bis morgen ist unser Wagen repariert. Und dann sind unsere 2. Flitterwochen wieder auf Kurs, ha? Peter, da liegt eine Nutte auf dem Bett. Hi. Du musst ganz still stehen, Lois. Die können nur sehen, was sich bewegt. Wo seid ihr hin?